Gegners. Au, oh, das ging aber schnell. Ja. Ja, aber ich find's gut, dass du so schnell down gegangen bist. Das freut mich für dich. Guten Morgen, Roma. Und schon wieder leitest du mich sehr, sehr schnell und früh ein. Das finde ich super. Das ist nämlich unser erster, nicht unser Das ist nicht unser erster Deck. Ist mir völlig egal. Lass es jetzt laufen. Roma und ich waren ja zuletzt auf der Gamescom. Ich kann es schon gar nicht mehr reden, verdammt. Und wir haben Control angespielt. Control ist das Spiel von Remedy Entertainment, das neueste Spiel. Die kennt ihr vielleicht noch von Max Payne und Alan Wake und Quantum Break. Und Max Payne bin ich ja riesen Fan von. Alan Wake eigentlich auch bei genauer Betrachtung. Und Quantum Break fand ich eigentlich auch... Whatever. Jedenfalls steht zwar hier Werbung, aber da möchte ich euch an dieser Stelle kurz danken, denn ihr seid da immer so verständnisvoll und wisst auch genau, wenn hier ein Spiel erscheint auf meinem Kanal, in dem irgendwo Werbung steht, wisst ihr, ich habe trotzdem Bock drauf. Und wie gesagt, wir haben schon angespielt, der Roma und ich. Und jetzt haben wir hier die Vollversion. Und wir schlüpfen jetzt in die Rolle von Jesse Faden. Wir betreten jetzt da gleich ein Gebäude des sogenannten FBCs, des Federal Bureaus of Control. Wow, das habe ich gut gemacht. Und ich kann's sagen. Ich sag euch. Und noch mehr, als ich schon auf der Anspielsession auf der Gamescom gesehen habe, mehr denn je jetzt in dieser Vollversion, die ich vorher mal so ein paar Minuten angespielt habe, gibt es hier ein paar extreme Mindfucks schon am Anfang. Der Roma weiß noch gar nichts drüber. Ich bin echt sehr gespannt, vor allem. Bist du jungfräulich? Vor allem, weil mich das Spiel echt sehr... Mich hat es einfach nur gefesselt von Anfang an. Mit dem Artstyle, der wirklich sehr besonders ist, finde ich. Also kommen wir gleich, würde ich sagen. Ja, stimmt. Damit die Leute auch mal was sehen, ne? Wir sind ja die Hälfte der Zeit nur im Hauptmenü jetzt. Mann, die Folge ist fast schon rum, ne? Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hinterlasst bitte einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar und abonniert Akio. Bis dann! You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room. And the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Mein Tisch knirscht und knirscht vor Freude. Ich habe nämlich gleich eine Frage an dich. Weißt du, von welchem Film sie redet? Ja, klar. Shawshank Redemption, aber... Sehr gut, die Verurteilten. Was war das denn für eine geile Überleitung von einem Cinematic ins Gameplay? Du hörst dich... Du hörst dich alles, hättest du den Satz auswendig gelernt. Ich muss mal dazu sagen, dass Roma ja so aus als was bist du tätig? Ich bin Technical Designer. Genau. Auch in einem Spielestudio. Deswegen kenne ich mich auch ein bisschen aus. Möchte ich dazu sagen. Deswegen sagst du, also du hast ja da auch gut Ahnung, ne? Ich muss sagen, persönlich fand ich es einfach nur super cool. Genau, hier hast du hier die Collectibles schon. Ich würde aber tatsächlich sagen, die lassen wir jetzt in dem Fall aus. Gibt ja auch einen Stream bei uns noch. Nur einfach mal, damit ihr mal seht, was es hier gibt. So die klassischen Sammelobjekte eben. Emissionen haben wir noch nicht viel. Gegenstände natürlich auch nicht, außer dass ich auch noch nicht. Also eigentlich nicht viel zu holen gerade. Was mir gerade noch einfällt, Control erscheint am 27. August auf der Xbox, auf der PlayStation und auf dem PC und ist ab 16. Oh. Für die Leute, die nicht 16 sind, ihr müsst doch 16 sein. Wobei ich gar nicht so viele unter 16-jährige Zuschauer habe. Aber soll sie auch geben, ne? Die dürfen sich auch wohlfühlen. Bleib mal stehen, dreh dich mal so ein bisschen um. Jetzt können wir erstmal eins bewundern, und zwar die Reflexion auf dem leicht reflektierenden Boden, die dann ins Verschwommene gehen. Das nennt man nämlich Blurring, aber ja, es ist wunderbar. Es sieht sehr gut aus. Und weißt du, warum das so gut aussieht? Nee, ich habe keine Ahnung. Weil das noch nicht mal Raytracing ist,
sondern weil wir ja zusammen aufnehmen und du musst mir das ja auch zeigen und dein PC jetzt nicht mehr der jüngste ist, können wir kein Raytracing leider zeigen. Aber das ist schon sehr beeindruckend, was die hier gemacht haben. Okay. Also ja, ich kenne mich da nicht aus. Ich kann dir halt nur sagen, ich kann kein Raytracing aktivieren, auch wenn du das Spiel unterstützt, weil mein PC sonst durchfliegt. Übrigens, was ich schnell zeigen wollte, das ist der traurigste Snackautomat aller Zeiten. Wenn du hier arbeitest, weißt du auch, dass du dein Leben lang nicht mehr glücklich wirst. Brezels, aber diesen weiß. Mit alles ist weiß, Pistazien. Was steht sogar Crackers aus, wenn ich dort schicken. Alles ist weiß. Du hast ja keinen Spaß mehr im Leben hier. Aber es hat auch eine Behörde, ne? Sagen wir mal kurz die Sachen an. Wie gesagt, die würde ich jetzt in dem Fall nicht jedes Mal einzeln durchlesen, weil wir wollen jetzt auch ein bisschen noch Gebäude zeigen. Und genau, das ist nämlich auch noch wichtig, weil ich habe gesagt, wir betreten hier dieses Gebäude. Tatsächlich spielt das ganze Spiel in diesem Gebäude, in dem sogenannten Oldest House. Aber das verändert sich sehr. Das werdet ihr jetzt dann auch gleich zu sehen bekommen. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Gebäudekomplex. Das hat es dann mehr in sich, als man meinen könnte. Hast du den singen? Ja, da. Das ist halt original 100 Pro einer aus Romas Familie. Ich erkenne die Songs doch. Hey, excuse me. Hear about the job. There be work for the axe. Take them behind the sound. Ja, Roma, und so haben wir unseren neuesten Job gekriegt. Ah ja, jetzt kommt das Intro. Jetzt acht mal drauf, mich. Ich finde, es erinnert mich teilweise sehr ans. Auf eine andere Weise an 7 von David Fincher. Echt, ich kriege hier David Lynch Vibes. Kannst du. Achtung, jetzt kommt der. Jetzt habe ich gestern gesehen, ich liebe diesen Übergang. Oh, wie gut. Also das hört sich so an, als würden wir gerade Werbesprech betreiben, aber das ist halt geil. Okay, wir wissen also nicht, was sie hier möchte, aber ich spüre hier auch irgendwie ein bisschen Rache-Vibes. So, die möchte sich für irgendwas rächen, oder? Du, wie gesagt, ich weiß tatsächlich nicht mehr. Also ich habe es ja auch bloß angespielt. Ich weiß, dass es sehr viel Mindfuck ist. Also mehr als irgendwie Dylan und hier dieses FPC und dieses Gebäude, mehr weiß ich nicht. Oh, oh. Guck, da ist der Professor. Shit. Er hat sich vorher die Kugel gegeben. Und zwar nicht die Ferrero. Mich würde mal interessieren, siehst du, wenn sie redet, weiß da immer was um sie rum. Hast du das gerade gesehen? Ja, so viele, diese kleinen schemenhafte Dinger da um sie rum. Oder irgendwas, was auch immer das sein mag. Und Refraktionen nennt man das. Oh, Verzeihung. Das ist okay, Oh. Dafür jetzt Waffe. Aber das war ja keine normale Waffe. Ne. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world event. Service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Pyramide hat uns jetzt gesagt, nur die Waffe kann binden. Die Waffe hat ihr Eigenleben. Ich habe keine Ahnung. Die Reflexion auf dem Boden ist mal wieder der Oberhammer. Mir geht da einer ab. Vielleicht, das sieht gut aus. Kannst du bitte aber nochmal klarstellen, gell? Du wirst hier für nichts bezahlt oder sonst. Ja, ich würde wirklich für nichts bezahlt. Aber ich bin auch Fan in jedem möglichen Spiel von Reflexion. Aber hier kommt das echt sehr gut. Das ist ja auch. Quantum Break hat ja auch. Ziemlich gut ausgesehen. Oh Gott, Quantum Break war grafisch fantastisch. Ihre Zeit. Jetzt weiß es aber. Genau, und da kommt jetzt auch schon mal was Interessantes ins Spiel. Nämlich, das seht ihr jetzt dann gleich. Seht ihr, Achtung, die Munition lädt sich von selbst wieder auf. Aber man hat eben keinen normalen Munitionsvorrat, sondern eben Aufladedings. Und da, das kann sich später nochmal ändern, wie lange die Aufladezeit dauert. Jetzt machen wir hier die bösen Leute weg, du. Munition, nachladen. Alles gut. Die Zeit habe ich genutzt. Ah ja, und ganz interessant nämlich auch hier, was hier liegt, Lebensenergie. Die blauen Dinger. Das heißt, es gibt in diesem Spiel, Control hat kein Auto-Heal. Finde ich tatsächlich mal sehr angenehm. Dieses nicht einfach hinter der Deckung warten, bis dann alles wieder gut wird. Sondern du musst, im Endeffekt bist du dann halt so ein bisschen zur Offensive gezwungen. Weil hinten warten, auf das alles gut wird, ist halt dann nicht. Sondern du musst ein bisschen mehr Gas geben und Action machen, um dir halt quasi die Gegner zu erledigen, um dir dadurch wieder Energie in die Ömmel zu tröten. Kann man das so sagen, in die Ömmel zu tröten? Ich glaube. Ja.
Wir sind jetzt die Direktorin. Yep. And this gun's alive. Und was ich so gehört habe, klärt sich das schon auf. Also so halbwegs, was los ist. Es ist zwar bizarr und so, aber ich finde es halt mal cool, dass du so reingeschmissen wirst. Und es halt so totaler Mindfuck ist. So, ja, kommt, da kommt jetzt die Pyramide von oben und spricht halt mit dir. Ne? So, ist halt normal. Oder auch nicht. Oh Gott, du verstehe ich total. Das wird gut. You can't let this happen. You can't let this happen. Oh, das ist die echte Schauspielerin. Ja, schon, ne? Ich finde das super, weil ich keine Ahnung habe. Also, ich bin nicht schlauer als ihr, die hier gerade zuseht und euch denkt so, was passiert hier? Aber ich mag halt so Mindfuck-Sachen. Das hat man eh sehr selten. Und ich habe das am Anfang mal schon gelesen irgendwo, dass wenn man diese Max Payne-Level, in denen er seine Albtraumvision hat, wenn man die noch kennt und mochte, das Spiel haut ordentlich in die Richtung. Ich werde schnell, weil ich jetzt gerade nämlich was gefunden habe. Ihr seht, ihr kann man die später natürlich auslisten weiter. Und hier gibt es eben Waffenmodifikationen und es gibt aber neben dem persönliche Modifikatoren. Und zwar in dem Fall zum Beispiel Energieschub bedeutet Energie plus 5%. Kann man wohl auch eben aufwerten noch. Ja, wie cool! Das Lustige ist, dass... Bist du dagegen gelaufen oder wurde das angeschossen? Nee, der hat da geschossen. Okay. Oh ja, das wollte ich dir zeigen, das habe ich gestern ausprobiert. Warte mal. Boah! Und das ist halt, Remedy kann das halt, ne? Details bei Schießereien, wenn alles zu Bruch geht. Das können sie halt Max Payne. Ich habe auch gesehen, dass man, warte, ich glaube, sieht man es hier schon? Genau, du siehst, du kannst es hier zerlegen. Das heißt, du wirst auch irgendwas bauen können oder sonst was, neue Sachen. Gehe ich schwer davon aus zumindest, dass du irgendwas dadurch hier nutzen kannst. Das wollte ich dir noch schnell zeigen, was Details angeht. Das habe ich nämlich gestern gesehen. Achtung. Finde ich super. Das sind also Kleinigkeiten. Das finde ich immer sowas, macht halt die Welt um so viel lebendiger. Oh so, Gott, genau, und jetzt seht ihr schon, die Umgebung ist ein bisschen anders als so aus Otto normal Bürogebäude. Oh, da ist ein schwerer gepanzerter. Der macht die Technik kaputt. Hinter die Granate. Auf, Fünftel. Also seht ihr schon, da ist so lang irgendwo dahinter bleiben. Bringt gar nicht so viel. Ja, super. Oh Gott, okay, jetzt müssen wir mal kurz konzentrieren. Ist da noch sonst noch einer? Siehst du noch irgendwo einen? Ja, da. Ja. Oh, ja, das habe ich nämlich auch schon gelesen, dass es tatsächlich relativ schwer sein kann. Ja, oh, den hast du gleich. Den hast du. Passt. Ich finde es so gut, wie schnell wir neuer Direktor wurden. Das ist so, wenn ich mal im echten Leben so befördert werden würde. Genau, und jetzt seht ihr schon, das, was ich vorher gesagt habe, dass sich das Gebäude immer verändert. Warum hat sie gerade We Did It gesagt? Und ich weiß nie sicher, siehst du, es ist wieder das, womit sie redet, dieses blaue Ding, das hier markiert ist. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich immer so das Gefühl, auch gestern schon kurz, dass sie auch mit uns redet quasi, also als Spieler, so dieses Breaking the Fourth Wall, also diese vierte Wand durchbrechen zum Zuschauer, wie man es ja im Theater kennt, oder was auch zum Beispiel Deadpool oder sowas. Director Faden, call me Jesse. If somehow this hostile force, this hiss... That works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone, not protected by an HRA. And extraordinarily, you. Irgendwie habe ich den Verdacht. Und wie gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung von dem Game. Das spielt gerade sich alles in ihrem Kopf ab. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vor allen Dingen, mich würde echt damit interessieren, ist da also dieses Leuchten. Wer ist das? Sind es dann doch zum Teil wir quasi, der Zuschauer oder nicht? Jetzt werde ich die erstmal säubern. Sieht dann exakt so aus, wenn wir am Oktoberfest sind. Oh. Ja, ganz toll gemacht, Jesse. Und es gibt eben in diesem Gebäude Leute zu finden, die einem Nebenmissionen auch geben. Also es ist nicht nur eine Hauptmission, sondern eben auch Sidequests, die man optional machen kann. Genau, siehst du, jetzt habe ich hier mehrere Sachen. Jetzt habe ich hier zum einen das, was du schon gesagt hast, gesehen hast mit dem Energieschub. Lebensgeneration bei Elementaufnahme, also wenn ich die kleinen blauen Dinger aufnehme, ist gleich plus 20%. Oder Energie. Verbraucht das was? Moment, ich muss mal schnell raus. Jetzt warte mal. Nee, der verbraucht noch nichts. Uiuiui, okay, ich Oh, was gibt's jetzt? Genau, warte. Schmetterling, Schmetti. Genau, das geht aber noch nicht. Ach, das kann sein, dass das eine andere Waffe dann ist. Es gibt ja auch mehrere Waffen. Ah, okay, das ist cool. Okay, das wusste ich nicht. Ich weiß aber nicht, ob die sich verändert oder ob es mehrere so lebende Waffen gibt. Hoffentlich war der nicht normal. Das ist jetzt eh zu spät. Au, aber pass auf. Das wäre halt so cool, dass. Ah, ein schöner Tag. Ne? Der wusste von gar nichts.
Du tötest jetzt aber gerade unschuldige Menschen, die nicht von dem Zischen befallen wurden, oder? Du bist ein ziemlicher Spießer heute. Okay, siehst du, dafür ist der Energie, das hatten wir in der Demo auch schon. Ja, das genau. Ist zu übermächtig. Während der Vogel gerade auf die Monster schießt, oder was immer das auch ist, betrachtet bitte die wunderschönen Reflexionen von den roten Stühlen auf dem Boden. Du bist halt so ein bisschen mein Reflexionshinweisgeber. Die sind aber so gut. Du kannst im Leben noch nicht so viel über Reflexionen reden. Das steht auch bei mir im Vertrag, wenn Sie zufällig einen Russen mit an Bord haben, der mit Ihnen spielt, soll er bitte über Reflexionen reden. Wir mögen Reflexionen, wir hoffen der Russe auch. Unzustellbare Briefe? Die Einblendungen sind so gut. Die sind so cineastisch. Ich werde nicht dafür bezahlt, wirklich. Ich feiere das nur gerade sehr. Ja, haben wir doch. Sein Klacks, wenn alle mitklacksen. Moment, wo gehst du hin? Da sind PCs. Wo? Vielen Dank. Wir warten aufs Poppen. Pop! Danke. Pop! Ja. Alles gut. Ha! Ja. Genau. Und dann ändert sich das Ganze wieder. Und das ist halt auch so, wie ihr schon seht, da jetzt noch im Ansetzen, das wird dann gleich mehr, dass dieses Kampfsystem eben nicht nur Ballern ist, sondern sich dann eben ja immer so abwechselt. Genau, das wollte ich noch sagen. Jetzt habt ihr nämlich natürlich auch die Schnellreise oder wir zur Verfügung, dass wir da noch zu den anderen bisher erschlossenen Plätzen reisen können. Jetzt acht mal auf die Stimmen. Wann hast du deinen Chef mitgenommen? Der redet Deutsch teilweise. Die erste, die zweite, die vierte Wand zu brechen. Hast du es gehört? Die erste, zweite, dritte und vierte Wand zu brechen. Ich hatte vorhin gesagt, breaking the fourth wall. Also das Brechen der vierten Wand. Das würde mich mal interessieren, weil ich ja nicht auf Deutsch eingestellt habe. Ob man, wenn man da länger zuhört, ob man da nicht sogar gespoilert wird. Also eben das, was ich vorhin meinte, quasi, dass sie mit dem Zuschauer interagiert. Aber wäre mal interessant zu wissen. Oh, dem geht's gut, den kann man noch... Na, jetzt nicht mehr. Wie geil. Ich wollte dem Ding bloß mal... Okay. Ich wollte dem Ding aber zeigen, wer hier der Boss ist. Ich würde tatsächlich auf Lebensregeneration gerade gehen. Das ist echt ganz gut. 20% für alle müssen. Ja, so schnell wie ich ihr Energie verliere gerade. In der Demo, da war nämlich auch noch zum Beispiel was dabei, mit dass Munition eben schneller auflädt. Und das ist tatsächlich dann sehr praktisch. Ach, oh Gott. Da musst du aufpassen. Ja, super. Ja, zerstörbare Umgebung. Dann nicht zu vergessen. Verfluchte, zerstörbare Umgebung. Genau, was ich vorher nämlich ansprechen wollte eben, also man hat dann die verschiedensten... Moment, Munitionsrückgewinnung. Jetzt kommen wir zusammen. Oh! Kannst sie ausrüsten. Ah, genau, das war das. Das hatte ich in der Demo. Chance auf Munitionsrückgewinnung bei Treffern. Pass auf, zerstörbare Umgebung, Flo. Ich bin schnell wie eine Gazelle und doppelt so sexy. Komm her, kleine Floppy Disk. Sixth Night, Jesse. Channel's been changed. The board's in charge here. Ja, genau. Their pyramids in the bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? Oh, noch so ein abstraktes Ziel, geil. Das kann ich übersprechen. Und jetzt sieht er schon, genau. Jetzt siehst du auch, das habe ich nämlich vorher nicht gecheckt, mit diesem Energie 5% mehr. Du siehst da oben den weißen Balken, dass mir der die Hälfte quasi meiner Psy-Energie oder wie auch immer abgezogen hat. Mhm. Genau, und ihr seht hier, die ganzen Dinger kann man aufnehmen. Und dann muss die Energie, seht ihr auch, oder? Erst nachladen und dann passt es. Kannst du die Wand kurz anaimen und dann E drücken? Die hier? Ja, das wollte ich sehen. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Danke, gut zu wissen. Und da ändert sich dann eben dieses Kampfsystem, weil wir vorher eben nur geballert haben und ein bisschen Psy-Punch, hat man dann eben solche Sachen wie das hier, was man auch super nebenbei nutzen kann, wie ihr seht. Und das ist deutlich interessanter dann eben, weil man dann natürlich noch, oh Gott, was konnten wir noch? Wir konnten auch schnell hin und her. Ja, wir konnten so eine Art Doppeljump. Ja, und dann auch dieses im Endeffekt wie sehr, sehr, sehr schnelles Ausweichen. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das war dieses quasi im Endeffekt Straven bloß halt mit ihren Kräften. Und dann war, genau, wir hatten genau so einen Doppeljump, so nach vorne, also in der Luft, wie so ja auch so Straven quasi. Und soweit ich weiß, kannst du später sogar richtig levitieren, also richtig schweben. Das Kette wurde geliefert, würde ich sagen. Können wir gleich loslegen. Hier. Es war jetzt der Silvesterknaller. Genau, und da die Dinger natürlich eben auch Dings brauchen, ihre Zeit, um nachzuladen, ist diese Mischung eben aus Ballern und Psy-Kräften einzusetzen, damit das taktisch wird. Wo? Hinter dir. Oh nein. Oh no. Es tut uns leid. No. PC, es tut uns leid. Oh. Das war's wert. Ich hole mir mal Energie. Oh Gott. Du kannst zumindest auf jeden Fall ganz sicher sein, dass uns dieser PC nicht mehr stört. Wir werden uns nie wieder was antun können. Oh, der ist nicht gut, der hat ein Scharfschützengewehr, oder? Was hat er? Ja, Scharfschütze.
Naja, sowas ähnliches. So eine Mischung aus, ne? Gut geärmelt hast du den. Oh no. Oh no, es sieht nicht gut aus. Der fliegt ja. Warte mal. Ui, scheiße. Oh, Gegners. Tomasi heißt der übrigens. Das hilft dann auch nicht weiter. Bitte. Moment, Moment. Au. Da war noch gerade, wo haben die Gegner erledigt? Moment. Au, das ging aber schnell. Ja, ich weiß. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ja, aber ich find's gut, dass du so schnell down gegangen bist. Das freut mich für dich. Naja, ich find's als Spielaspekt so, dass du halt nicht keine Ahnung, 5000 Kugeln verträgst oder sowas, sondern, ne? Bist einmal zu tief, hast einen Fehler gemacht und da musst du auch gerade stehen für. Wie sieht der da durch? Das? Während Froni mich schießt, liebe Zuschauer, beachten bitte die Decke und die großartige Beleuchtung dahinter. Oh, wie der dir ausgewichen ist. Warum fällt dir das so? Weil es cool ist. Schnell, schnell, schnell. Ja. Gib Gas. Ist ja gut. Pass auf. Alter, knapp. Fast hätten die Haxen, ne? Ich weiß auch. Wo ist der nächste Depp? Da oben brauchen wir keinen Depp brauchen. Au! Das ging wirklich in die Haxen. Das hat ihn aber geömmelt, ey. Oh, der gibt die zuerst. Jetzt hab ihn aber. Ist das ein Penis auf der Wand? Ich bin nicht sicher. Ja, wirklich? Alter, es sieht so aus. Oh, pass auf dein Leben. Der Haxenflug, bitte. What? Wer hat mich jetzt getroffen? Ich glaube, der Boss. Also Tomasi müssen wir noch schaffen. Tomasi, der Boss. Das ist so. Der war früher in der Hip-Hop-Band. Sollen wir auf zu boxen? Machen wir die Tür zu. Ich bin Tomasi, der Boss. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist Alpha. Wie cool der da reinkommt, weißt du? Hier. Ja, Tomasi, komm, schleich die Depp. Pass auf, wir machen jetzt erstmal ein paar von denen weg. Au! Ich mache mir gerade echt Sorgen hier. Oh, oh. Sehr gut, lieben, schnell. Wo ist denn der? Au, ey. Tomasi, kannst du auf zu schmeißen, Tomasi? Du bist so eine nervige Socke. Jetzt geh, du Arsch, wenn ich gerade noch Energie habe. Hol dir, Tomasi. Flieg, Tomasi, flieg! Du Wichser. Ich bin begeistert. Danke. Du kannst jetzt nichts machen. Einfach Begeisterung pur. Es ist einfach Begeisterung da. Du warst fantastisch. Aber es ist tatsächlich, es ist nicht unknackig. Vielleicht spiele ich auch wirklich schlecht, aber das seid ihr von mir gewohnt. Aber es ist ja für mich trotzdem spannender, als wenn's dieses Jahr die ersten 8 Stunden in dem Spiel sind zu einfach und dann wird's halt so ganz okay. Und wenn du aber dann schon Fähigkeiten hast, wird's alles so leicht und bla bla. Aber was geht denn da ab? Warum ist da alles gelb? Wo ist gelb? Da vorne. Das sieht nicht gut aus. Da klingelt ein Telefon. Ein klingelndes Telefon in einem Albtraum-Szenario ist nie gut. Ich sieh mal. What the f? Denkst du, wir könnten an dieser Stelle das Let's Play beenden? Ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Sache. Ich bin sehr verwirrt gerade. Okay, ich wusste, dass sie das Gebäude verändert. Ich wusste nicht, dass wir in einem Hotel ankommen. Einem sehr schönen, mit einer wunderschönen Beleuchtung. Schau nochmal ins Fenster. Das stimmt. Bitte. Und auch jeder Schatten doch mal. Schön. Ja gut, dieser wunderbaren Aussicht entlassen wir euch. Wir haben noch kurz ein paar Abschlussinfos. Wenn ihr Bock drauf habt, ich mache euch jetzt den Roma, dann könnt ihr ansehen exklusive Einzelhandelsedition. Die enthält das Spiel und Steelbook, quasi dieses Metall-Hardcover-Dingi. Und dazu kriegt ihr natürlich Artcards. Das Ganze, also der Vorbestellerbonus, enthält nämlich dazu noch Handwerksmaterialien und ein Skin, oder wie es halt hier heißen würde, eine Ausstattung, und zwar Tactical Respawn. Es ist auf jeden Fall ein Vorbesteller-Boni, könnt ihr auch noch gerne nachgucken. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das war's. Also, ich würde mich dann jetzt mal verabschieden. Ich würde mich bedanken, dass ich dabei sein durfte. Das ist ein großartiges Game. Hat mir Spaß gemacht. Es soll auch tatsächlich eine ganz gute Spiellänge haben. Wenn es euch gefallen hat, oder generell schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ihr es euch auch zulegen werdet, ob ihr euch Control interessiert und ob ich plötzlich komplett mein Deutsch verloren habe. Dankeschön, russischer Roma. Si, Senor. Und dickes Bussi. Bis bald. Arrivederci. Arrivederci, Bucci. Boah, Alter, wie gut ich im Italienischen bin. Es wird immer jeden Tag besser. Es war Französisch. Und so. Es war auch ein Stückchen Neuseeländisch dabei. Und Portugiesisch. Ich wollte gerade echt Portugiesisch sagen. weil du es kannst. Bis bald. Diese Synergien. Achso, wir sind noch da. Oh.